Ihr habt ja alle mitgekriegt, dass in Nürnberg vor kurzem so ein Beispiel an bayerischer Liberalitas exempliert worden ist. Und wir singen ein Lied über diesen Vorgang, weil jetzt danach ein paar Reden dazu kommen. Das Lied ist jetzt neu und normalerweise sind wir zu dritt, auch zu viert, aber eine Tochter hat nicht mehr auf die Bühne gepasst, die ist wieder gegangen. Also. Jetzt wollen wir hingehen und singen, was in Nürnberg ist geschehen. Im Mai an einer Berufsschule, um 8 Uhr früher ist gewesen. Polizisten in schwarzer Uniform sind dort aufmarschiert. Kein Schüler wird je vergessen, was die nächsten Stunden passiert. Raus mit dem Flüchtling Anef, die Regierung ordnet's an. Der holt heute Nacht einen Freiflug zurück nach Afghanistan. Um Mitternacht geht der Flieger, den muss er heute noch nimmer. Widerstand ist zwecklos, der muss auf der Steu mitkommen. Weil der Kerl bei seiner Ausweisung nicht mitwirken will, zerren sie ihm überm Fußboden durch die ganze Schule. Seine Klassenspätzen protestieren, gestern Homs halb Kabul gesprengt. Das ist kein Christenmensch, wer da an Abschiebung denkt. Die Schüler blockieren den Abtransport, Bocker vorn Polizeiwagen hin, Knüppel aus dem Sack. Die Polizisten langen hin, Tränengas und Pfefferspray, den übern Schulhof Wien. Das ist für die Schüler eine Lehrstunde in bayerischer Staatskunde gewinn. Jetzt wird die Abschiebung ausgesetzt, ein Gericht tut Haft auf ihm. Der Innenminister tobt, die Schreiner-Lehrling sind linksextrem. Doch so viel der Herrmann rumschimpft und die Klasse beleidigt, Respekt des Nürnberger Schüler, ihr habt die bayerische Leitkultur verteidigt. So ist halt bei uns in Bayern. Die Unrecht verhindern sind Extremisten. Und die, wo eiskalt abschirmen, nennen sich soziale Christen. Wenn Afghanistan so sicher ist und die Gefahr nicht groß, schickt's unsere Regierung in Urlaub hin, na sind wir endlich los.